Da konnte der Tommy jetzt also nicht helfen bei dem ersten Kunden, Kundin. Ach, ist das furchtbar. Ich war jetzt versucht, das Kabel hier zurückzuziehen. Gucken wir mal, das schaffe ich auch noch, damit wir mal einen Blick von vorne kriegen über den Livestream, über den schlechten Livestream. Ich schaffe das. Bis später. So, also nochmal guten Morgen. Heute ist Freitag. Jetzt können wir starten. Zwangsjacke ist drum. Die erste Kunde kommt. Schauen wir nochmal. Erste Kunde war schon da. Luftpumpe wie immer. Aber jetzt. Nee, doch nicht. Wieder abgedreht. Weiß ich nicht. Ich trinke einen Schluck Kaffee. Guten Morgen. Stream funktioniert immer noch nicht. Über den anderen Computer. Aber über den, meinen. Will ich jetzt mal anschließen, starten. Guten Morgen. Hast du zufällig einen Club Ride? Ja. Ja? Ja. Ich will tauschen. Nee. Nee? Okay, machst du nicht. Auf keinen Fall. Nee, okay. Club Rad ist klein, nimmt wenig Platz weg. Dein Rad ist groß, nimmt viel Platz weg. Ja, ich weiß. Ich habe keinen Platz. Achso, okay. Nee, also, ich wollte nur fragen, ob du so die verkaufen willst. Ich habe die für 350 gekauft, aber. Was? 350? Neu? Ja, ja. Neu. Aber das ist ein Jahr alt, aber ich suche ein Club. Was? Ein Jahr alt? Jetzt muss ich gucken, jetzt ist der Hund los. Ja, ich bin. Ist okay. Also ich finde das cool. Ja, cool. Ja, das ist dieses hier. Ach so, cool. Die ist echt cool. Das ist cool. Wirklich so. Ja, ist ganz cool. Und der Farbe ist auch cool. Eben, genau. Es ist so ein bisschen spezieller. Ist nicht so ganz simpel. Ja, es hat ein bisschen Stil. Ja, ja, cool. Okay. Jetzt kann also das ist es für 150 und die zwei DDR-Klappräder sind 80 Euro jeweils. Ja, bei diesen Standard-DDR. Die werden auch teurer gehandelt im Moment. Ja, aber ja, die sind so eine. Ja, aber ist egal. Also 80 Euro ein Chip. Ne. Okay, cool. Ja, ich mag das auf eBay heute und dann komme ich morgen oder so. Wahrscheinlich, das wird schnell verkauft. Ja, ich mag das für 200 mit der Verhandlungsbasis. Ja. Mach 190 Verhandlungsbasis. Ja, besser so. Ja, okay, cool. Danke. Alles klar. Bis bitte, bitte. Ciao. Ciao. Siehst du? Doch der erste Kunde. Na, schauen wir mal. Schauen wir mal, ob er sich dafür entscheidet oder dagegen. Das werden wir sehen. Sein Rad tauschen gegen das wollte ich nicht, obwohl ich für seins mehr als 150 bekommen hätte. Aber wer weiß wann, dann muss man. Das ist mir nicht. Nee, das wollte ich nicht. Nee, das will ich nicht. Nee, will ich nicht. Verkaufen, was ich habe, nicht tauschen oder so. Ich kein Bock. Nee. Ich habe ja noch nicht mal richtig offen. Nein, ich habe schon ein bisschen was hin und her drapiert, aber viel tut sich hier nicht heute. Hast du was Schönes? Nee. Warum nicht? Läufst du trocken nur langsam oder was? Hör mal auf jetzt. Ich habe mir jetzt mal das Links angeguckt, weil Carsten mir das auch nochmal erzählt hat. Ja. Der sieht scheiße aus. Der sieht aus, als hätte der Zinkfraß. Ja, das ist ja ein Abitur. Wie ein Zinkbus. Zinkbus, genau. Ein Zinkbus und dann praktisch die ganze Farbe weg. Also, da hat einer rumgeätzt dran. Aber vielleicht hat da einer rumgeätzt. Hat die gedacht, das ist Gold, die Hose oder was? Der Idiot da, dieser Fabian, nebenan, dieser Idiot, irgendwo Plastik oder was? Ich sehe ja keine Wachstumsringe. Wachstumsringe? Na, sag mal, das ist doch kein Baum. Aber, das sind ja Streifen bei denen, wa? Aber, so was bescheuertes, eingeholtes, komplett fingiert, das Ding. Komplett, ganz ehrlich, für mich ist das nicht authentisch. Die Art der Verhandlung, der geht gar nicht. Das hat er ja gut in 1000, 1500, ja, 2000, 2500. Das fing hier. 100%. Finde ich nicht. Das wird schon authentisch sein. Ach, Arnim, du wurdest erkannt. Dennis. Dennis, wo steckst du? Ich glaube, der Ton ist echt beschissen. Ich glaube, den Ton kannst du nicht anfangen. In Lübben ist er, in Lübben. In Lübben.
Bares Ferraris ist für mich komplett fingiert von vorne bis hinten. Kannst du sagen, was? Ach, so ein Zufall war da. Ach, ist doch Schwachsinn. Ich habe hier zwei Ferdinand-Preisfiguren in meiner Tasche. Und der ist ja nicht Ferdinand-Preis, der andere war ja irgendwas anderes. Hat sie aber gesagt, ganz am Anfang. Zwei, ja, hat sie gedacht. Ja. Der andere ist noch nicht, die andere ist noch nicht so schön gearbeitet gewesen. Obwohl, das mit dem Holz finde ich ja geil. Fand ich doch witzig. Besser wie mit Bronze, ja. Aber die war aber nicht im. Hast du gesehen, die Locken? Die hat, das war ja so eine Biedermeier-Gestalt. Die Locken, die waren nicht so schön ausgearbeitet. Hast du schon gesehen, dass das eine andere Qualität war? Aber trotzdem mit dem Holz, das habe ich noch nie gesehen. Also, hast du sowas schon mal mit Holz gesehen? Gibt es sowas mit Holz? Hast du das schon mal gehabt, gesehen? Wir sehen schon, ja, aber nicht gehabt. Ich habe das noch nie gesehen, ganz ehrlich. Also, haben so viele im 18. Jahrhundert, haben sie das noch viel gemacht. Ja, meine Bronze ist ja nun auch. Es gibt ganz bekannte Künstler, die so gearbeitet haben. Holz mit Elfenbein zusammen. Ja, gibt jetzt so eine Kapelle, ganz fein gearbeitet, Holz mit Elfenbein. Nein, ganz bekannte Sachen. Mittlerweile habe ich sie, jetzt habe ich sie gesehen. Aber ich hatte das vorher noch nie irgendwie in der Hände oder so. Weil ich ja witzig fand, dass genau diese Figur aus der Tasche wurde. Ich denke doch so, wenn die mal jetzt sich den Jungen auspackt und das Mädchen. Ich habe ja, weil sie sagte, zwei Ferdinand, habe ich gedacht, naja, Taschengröße. Ja, also aber das ist kein Pendant oder so dazu. Das haben sie auch falsch deklariert, weil das Mädchen tauchen oft zusammen auf, weil sie gerne zusammen gekauft wurden, aber es waren beide einzelne Figuren, die gelten nicht als Paar oder sowas. Also der hat ja mehrere Figuren in dieser Art gemacht, tatsächlich. Auch den Jungen hat er öfter gemacht, irgendwie. Ja, nee, fand ich, wäre witzig auf alle Fälle. Und vor allem, dass du das für 30 Euro gekauft. Also das ist wirklich so geil, weil Danny hat ja auch die Plastikstreifen. Ich hab die ja alle gekauft. Also ich bezahle für alle, möchte ich sagen, eine doppelte, drei bis dreifache, von dem, was jeder andere bezahlt. Ich hab den nur mit seiner Kalkulation nachher irgendwie auch nicht verstanden. Die Figur 30, die beiden anderen Bronzener, die jene Kleine mit denen auch nichts. Ja, Stück 25 hat dann eine Jungen. Die beiden zusammen 50. So. Ja. Eine Stunde um, nur noch 11 Stunden zu arbeiten. Wir zählen rückwärts heute. Mal gucken, ob ich das schaffe mit jeder Stunde. Wir werden das sehen. Lass mal nochmal eine Aufnahme von machen. Ich meine, so ein Rad habe ich nicht oft. Trek SLR Super Light Race. Ja, also wirklich komplett geile Ausstattung. Bottega, komplett Bontrager. Laufräder. Schöne Draht. Tja, nun ist es verkauft. Bin ich ein bisschen traurig auch. Morgen. Guten Morgen. Morgen. Ich habe einen Gast, der möchte gerne ein Fahrrad ausleihen. Das ist ja unglaublich. Ja, wa? Das ist eine Frechheit. Naja, dann gehen wir wieder. Wenn wir hier stören. Wieso nur ein Rad? Ach so, nur ihre. Ich habe eins. Du hast eins. Ja, ja. Genau, dann. Reicht locker. Ist gut unter. Hier an dieses wunderschöne Kinderrad schraube ich jetzt noch den zweiten Bremshebel ran. Hier, weil der ist nicht tauglich. Ist leider so einer ran, der ist für Erwachsene, aber durch diesen langen, durch diesen hohen oder breiten Aufbau von den Schaltungen ist der Kinderbremshebel zu kurz, weil der endet ja schon hier. Kann man nicht mehr ziehen. Also. Das ist ein längerer Hebel ran. Du musst es an der anderen Seite natürlich angleichen. Kommt da auch so ein Hebel ran. Erstmal. Und dann gucken wir mal, ob wir uns das einfallen lassen können. Schalt-Brems-Kombination gibt es ja auch für Kinder. Wäre vielleicht sinnvoller, denn einen einfachen Hebel, bei dem muss man auch ganz schön. Braucht man solche Hände, um mit zu greifen vernünftig. Ne? Haben Kinder nicht. Und ja, also. Es geht auch etwas schwerer. Für mich natürlich jetzt nicht unbedingt, aber eben für ein Kind. Immer aufs Kind gerechnet. Es gibt Schalt-Brems-Kombinationen, die multiplizieren die Kraft so ein bisschen. Und deswegen, die sind einfach wesentlich sinnvoller. Die sollte man dafür dann in Betracht ziehen. Und neuen Hebel ran. Machen wir jetzt. So, das ist der Hebel. Der sieht wesentlich besser aus. Guck
Gucken wir mal, ob das hier noch passt. Achso, das ist ja hier. Ach, das ist ja dieses komische System. Gut, den fädel ich jetzt ein, schließe den an und schaue, ob das alles hinhaut. Aber wird schon passen. Es ist vollbracht, es ist dran. Ja, hier, bremst, dreht, bremst, bremst. Gut. Jetzt kann man diese Bremsweiteneinstellung natürlich hier so ranregulieren. So. Ja. Und dann kann man erstmal die 8 rauszentrieren, die ja immer noch drin ist. Ja, furchtbar, das ist ein Neurad, ne? Darf man nicht vergessen. Die 8 muss ich noch rauszentrieren und dann kommen die Kinder auch an und können damit bremsen. So, mit einem Finger kann ich das. Also so soll es sein. Warum die Hersteller immer noch schlechtes Material an Kinderräder verbauen, weiß ich nicht. Entzieht sich meiner Kenntnis. Oh, ich warte. Also, auf alle Fälle ist es 11 Uhr. Zweite Stunde ist um. Noch 10 Stunden arbeiten. Feierabend, Stimmung kommt auf in 9 Stunden. Ja, mit den Stunden krieg ich offensichtlich nicht hin. Mifa. Ein Mifa. Meine erste Reparatur heute, glaube ich, oder? Ja. Ja, mein erster Auftrag heute. Um 12:15. Kommt später, mal kommt. Kette. Mhm, warum? Ja, ich weiß nicht, es steht schon halt seit 2 Jahren draußen. Ist ziemlich verrostet, aber vielleicht braucht es nur etwas. Ein bisschen Flieger, ne? Ja. Vielen Dank. Bitte. Und dann die Vorderbremse muss halt einfach etwas angepasst werden. Eine neue Blühwärme. Mal den Dynamo richten, ne? Ja, genau. ja. Jo, Mensch! Das sind doch alle Kleinigkeiten. Kannst du auch nicht selber machen, wenn du das hier teuer bezahlst. Ja, ich hab halt jetzt. Ich hab halt keine Werkzeuge hier gerade. Da oben sind welche. Ah, oben draußen hier? Ja, also wenn du hier das selber machen willst, kannst du das alles. Ja, kann ich gerne probieren. Ja. Ich bremse hier mal so, dann wieder festziehen, dann funktioniert es ja schon quasi. Ja, ja. Sind ja alles Kleinigkeiten. Ja, ich hoffe es. Ich kann es halt jetzt noch nicht fahren und dann weiß ich nicht, was sonst noch mit Stimme aufgeht. Okay. Ja, wie gesagt, kannst ja machen, die Dynamo richtig in die richtige Position, ja. Die Hülle wechseln. Also wenn ich das mache, kostet es viel Geld, ja, okay. Weil ich mir die Faulheit der Kunden ja immer bezahlen lasse. Ja, das ist ja, ja normal. Ja. Ja. Und aber wenn du es selber machen kannst und gewillt bist, das zu tun, dann tue doch. Kannst du das gerne machen. Also draußen in der blauen Box auf dem blauen Rad, das Werkzeug. Okay. Da kannst du dein Sowas hier dann halt, ja wie gesagt, machst du in die richtige Position. Ein bisschen, ja, und dann ein bisschen festziehen und den Dynamo ordentlich einstellen. Die Kette entrosten, ein bisschen ölen. Ja. Du kriegst noch ein bisschen Öl von mir, wenn du willst. Ah, super, ja. Ja, das wäre perfekt. Und dann gibst du was in eine Spendenkasse und dann ist gut, weißt du? Okay. Wenn ich das mache, kostet es wenigstens 25 Euro. Plus die Teile, die noch kaputt sind. Ja. Also das kannst du dir überlegen. Also mir ist das gleich. Nee, ist gut. Ich probiere es mal und sehe dann, wie weit ich komme. Aber wenn du nicht weiterkommst, kostet es trotzdem 25 Euro. Ja, ja, das kann. Nee, aber ja, sieht überschaubar aus. Ja. Cool. Ja. Genau. Also oben in der blauen Box. Oben blaue Box. Ja. Blaues Fahrrad. Cool. Jo. Geht das? So, dann schauen wir doch mal. Wie einige Leute Räder aufbauen und die dann verkaufen und die Streben festmachen, wenn sie kein, nicht wissen wie, dann so. Das hält natürlich immer nur von heute bis Mittag. Einfach dahinter geklemmt, grob russisch zugeschraubt, irgendwo reingeklemmt. Das hat sich natürlich gelockert jetzt während der Fahrt, bei Kopfsteinpflaster und allem.
und ist hier in die Speichen gekommen. Das ist natürlich scheiße. Das funktioniert so nicht. Kann zu Unfällen führen und so was. So was macht man nicht. So wird's gemacht. So sieht es dann richtig aus. Dazu gibt es diese Schraube. Schutzblechstrebenbefestigung heißt das auch. Und dann kann man dahinter das klemmen. Ganz cool, ja. Hier müssen wir tauschen. Moin. Ja, das ändern wir jetzt auf alle Fälle auch auf der Seite. Müssen wir das korrekt einbauen. Also ich habe die schon nachgeschraubt, ne, weil ging ja nicht. Und jetzt hat es halt vorbeigebracht, jetzt wird es halt geändert. Wie hat sie so schön gesagt, sie fand die Farbe vom Rad so schön. Das ist ein so schönes Rad, sie musste es kaufen. Und bei so kleinen Details wird dann gerne mal gespart. Nicht weil sie unheimlich viel kosten, sondern weil die Zeit, sie zu besorgen, dauert. Natürlich hat man das Fahrrad wieder eine Woche länger an der Backe sozusagen. Muss jetzt so ein Teil suchen. Aber so ist es nun mal. Also ist ja jetzt auch keine große Sache, so ein Teil daran zu schrauben. Bin ja gleich schon wieder fertig damit. Also eine Seite habe ich schon mal vorbereitet, natürlich. Das habe ich schon mal vorbereitet. Ja, und wenn das dann einmal gemacht ist, dann hält es ja auch eine Weile. Jetzt ein bisschen einstellen im Winkel. Fertig. Jetzt schleift sie irgendwo an der Bremse hinten. Aber die Zentrifugal ein bisschen und dann ist Feierabend an dem Rad. So einfach. Mache ich mir das jetzt nochmal. Kein Platz mehr hier unten. Halt beschissen hinstelle. Thorsten ist da, ich versuche ihm zu erklären, dass das Rad nicht staubt, das ist der Rahmen nicht staubt. Hier, da rein.
Mann! Thorsten, der soll da rein. Nein. Hör mal auf. Hör mal mit seinem Speichen halt. Scheiß Speichen. Hast du doch so. Ist doch gut. Wirklich. Alles stabil, kacken. Bremse einstellen, fertig. So, die haben langsam den Feierabend entgegen. Ich habe jetzt die ganze Zeit, ich habe jetzt saubere Hände. Ich habe nämlich die ganzen Kellen und Glättkellen und Eimer sauber gemacht, die wir beim Spachteln verwendet haben. Das hat eine Weile gedauert. Ja. Jo, wenn man es nicht gleich macht, dann dauert es halt ein bisschen länger. Und so ist es. Jetzt ist es sauber, jetzt habe ich noch Mietrad kurz eine Klinge angeschraubt und dann war es das auch schon für heute. Ich denke mal, dann schneide ich noch die Videos, oder das Video hier. Und wünsche euch eine angenehme Nachtruhe. Sollte noch irgendwas sehr Aufregendes passieren, schalte ich nochmal ein. Ansonsten war es das jetzt schon. Und wir sehen uns morgen früh wieder mit dem Stream, mit dem schlechten Stream. Ab nächste Woche Donnerstag hoffe ich, ist das behoben. Und ja, gute Nacht. Bis dann. Ciao.